Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Wir machen heute weiter mit Sixth Street. Aufwertung Greenwood, Schrägstrich Coyote Bush. Und ja, das ist jetzt quasi das nächste, was wir machen müssen. Also quasi das, was wir in der letzten Folge gemacht haben, machen wir jetzt nochmal. So. Ja, schön ist jetzt natürlich wieder dieses Leergegucke bis von da oben runter. Wir fallen die bei jetzt auf 3 haben. Und es sind einige alte Stellen in Coyote Bush, die wir schon auf 5 haben. Aber es sind halt einige alte Stellen, die wir noch nicht so haben. So, nächste alte Stelle ist dann Greenwood Fields. Die haben wir noch nicht so weit. Chinesisch ist immer gut. So, okay. Schön hier lang hier rum. Ich habe jetzt bewusst mal. Ich stelle mir einfach bewusst die ganzen 5er raus von der Route. Das ist schlimm. Das ist echt schlimm, dass da. Das gucke da hoch immer. Ja, da kommt schon der Kollege, der möchte natürlich jetzt auch noch ein paar Leute aufnehmen. Er war jetzt ein bisschen schneller als wir. Aber der Vorteil ist, dass ich jetzt zumindest ein bisschen die Störer höre. Ach, du bist das. Ach, ich bin da. So, das verwarten. Sie soll mal. Schaut mal, wie ist die 23 vor uns? Habe ich hier gerade ausgemacht. Warum habe ich Greenwood Fields mit drin? Die halte ich schon, die brauchen wir gar nicht. Greenwood Fields. Die ist gar nicht mit drin in der Runde, eigentlich offiziell. Naja, passiert. Geh mal bitte, geh mal bitte da weg. Das heißt, ich muss jetzt hier. Warum bleib ich mal hier hängen? Na, wahrscheinlich war sie hier mit drin und haben wir jetzt abgearbeitet. First Street. Also wie gesagt, wir haben ja die Haltestelle auf 5 als die Haltestelle. Die Haltestelle ist das Nerv. Das ist das, was jetzt einfach extrem zieht. Was wir so ein bisschen schleifen ließen gerade die ganze Zeit. First Street. Ich weiß nicht, das ist aber auch hoch. First Street kannst du auch rausnehmen, oder? Ja, dann kann man die First Street jetzt aber auch aus der Haltestelle rausnehmen. First Street. Die ist gar nicht drin. Old Police Station. Offiziell ist sie gar nicht mit drin. Street. Warum auch immer die wir da jetzt stehen müssen. Wo stehe ich denn überhaupt gerade? Nur so nebenbei. Oh, war das ein Eichhörnchen da drüben? Warum auch immer. Ach, hier rechts stehen wir. Ja, wahrscheinlich habe ich die Erinnerung jetzt gerade nicht mehr. Egal. Aufrunden bitte! Second Street. So, einmal kurz.
Second Street. So, dann geht's hier vorne weiter Richtung Second Street. Ich will keine ausgemacht werden. Juhu, Second Street, auch wer. Hallo. Second Street. Moin. Moment, ich muss kurz mal zur Haltestelle rausnehmen. Hey. Freeman Street. Greenwood High School. Freeman Street. Second hey. Street. Dann geht die jetzt raus. So. Danke. Alter, aber haben wir die noch nicht. Sind die nur noch nicht übernommen? Das geht immer jetzt nach und nach, deswegen. Ich gehe zu dem alten neuen Fahrplatz schon wieder draußen. Die Second Suite, die haben wir nämlich auch schon weg. So, Greenwood High School East. Wir müssen immer noch geradeaus. Ah, ist hier wahrscheinlich die High School hier rechts irgendwo. Kommen 5, 6 und 7 und dann kommt noch die 8 auf. Bis zum. So. Alles schön, kann wieder ausgewählt werden. Juhu, Greenwood High School East. So. Dann nehmen wir die raus. Einfache Fahrt bitte. Ja, bitte mal einen Moment. Second Freeman Street. Greenwood High School. Greenwood High School East. 6th Street. So, dann geht die jetzt raus. Änderung übernehmen. Greenwood Fields. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Klar. Oh Gott. Genauso schlimm wie. Was war das noch vorhin? Warte mal. Was da? Irgendwer ist da gerade eingepennt. Ich weiß doch nicht wo. Da ist die. Das war voll heute, ne? Na gut, umso besser, umso mehr Leute dabei sind, umso besser ist es, weil dann können wir nämlich umso mehr, besser aufwerten. So. Da kommt noch mehr. So. Greenwood High School. High School Thema. Abgeschlossen. Greenwood High School. Tilton Avenue. 6 Greenwood High School. Freeman Street. Greenwood High School. Abgeschlossen. Greenwood Fields. Jo. Seniorenticket, einfache Fahrkarte, 2 Stück. Guck mal, was wieder schön. So, nächste Haltestelle ist die Freeman Street. Das ist die tolle Ecke hier. Ich liebe sie jedes Mal. Ich habe einen Fußgänger gefahren. Wo habe ich einen Fußgänger gefahren? Aber vielleicht auf dem Fußweg oder so, dass ich dann, dass ich einfach drin. Das ist aber auch eine Ecke hier. Freeman Street, die muss immer noch ausgearbeitet werden, die Haltestelle. Das ist das Schlimme. Ach, die braucht. Dass die erst auf 2 ist. Gut. Kommt, Leute. Morgen früh ist die Nacht rum.
So, weiter geht's. Die Kindleburg. Auch das ist Thema Greenwood. Ja, das ist aber scheiße gemacht hier mit den Hecken, ey. Das ist. Da habe ich wahrscheinlich nicht drauf geachtet, nicht gesehen. So, Kindling Walk, das gehört immer noch zu Greenwood hier unten alles. Kindling Walk. Kindling Walk auf 2. Naja, das wird man gerade brauchen. Das sind bisher Teilstellen, die ich einfach ignoriert habe. So, Fackler verkauft. Jetzt geht's hoch nach Coyote Bush North. Dann haben wir es geschafft für heute wieder. Der Fahrgast muss aussteigen. Ach, hat er Pech gehabt eigentlich. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ich hätte wahrscheinlich in 45 Sekunden oben sein müssen, aber wir werden eben mit der Verspätung ankommen. Ne? Ja, ich hoffe, dass wir dann das Thema dann für alle Male weg haben. So. Dann können wir nämlich ein bisschen in Greenwood, dann können wir nämlich weiter mit Copperpot machen. Dass wir dann weiterarbeiten. Dann nehmen wir nämlich Greenwood, Copperpot mit rein. Sonst ist es einfach zu weit. Dann geht es weiter straight hoch Richtung Landesinnere. Und war soweit irgendwann alles abgearbeitet. Das dauert wahrscheinlich noch so, ja, keine Ahnung, 20, 30 Folgen vielleicht dauern. Und dann hoffen wir, dass wir dann das Thema dann irgendwann abgeschlossen haben. Und dann machen wir noch mal eine komplette Fahrt mit dem Doppelstock zum Abschluss. Mit dem wir dann das große Finale angehen, nämlich die 4,5 Sterne Zufriedenheit auf der Route durch alle Stadtteile, also einmal und komplett runter. Und dann müssen wir noch einmal durch Gold Island, aber das ist halt dann einfach so. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir das Thema. Dann können wir vielleicht das Thema bald irgendwann mit dem Bus-Simulator abarbeiten. Aber wie gesagt, ich wundere mich, dass das DLC noch dazu kommen wird. Vielleicht kommt dann auch immer noch das zweite Stadtteil mit Seaside Valley dabei. So, bitte alle aussteigen. Also 4. Aber gut, ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge endgültig abschließen können. So, gut. Dann fahren wir das ganze Ding jetzt noch zurück nach Greenwood. Und dann haben wir es hoffentlich mit der nächsten Runde. Mit der nächsten Runde dann abgearbeitet. Nächste Haltestelle ist die Sixth Street. Jetzt gibt es also quasi
ich denn das? Six wie Pinguin? Jetzt habe ich die alle mit drin noch, die Haltestellen. Circle 14, Circle 14, sind die noch nicht abgearbeitet? Ruhe ich gleich, wenn ich denn zurück bin. Nein, ich bin die ja. Würde mich das verwundern, wenn wir die nicht schon weg haben. War, dass der vorbeikam rechts. Oh, ja, dann fahr halt. Chef, war jede Fresse. Ich wollte ja rübergehen, aber die hat mich ja nicht reingelassen, die Lücke, die ich gerne gehabt hätte. Es geht ja dann nur um die 4,5 Sterne. Vielleicht schaffen wir so tatsächlich sogar 4,5. Das wäre super, dann müssen wir nämlich alles richtig machen, oder fast alles richtig machen. Und das wird nochmal eine Hausnummer werden. Der rote Fetter, der Gelenkbus, der Dings Gelenkbus, ja. Der Doppelschockbus. Der Chef, wenn er sie mir natürlich abarbeitet, wenn er mir sie dann wegnimmt. Aber ich werde die Route nochmal neu machen, ich werde die löschen und werde die nochmal neu machen, dass wir ein bisschen Zeit haben. Dann setzen wir den noch mal da drauf. Und dann mache ich die mit euch zusammen. So, der will jetzt hier rechts raus. Das kann er gerne tun. Außen rum. Ups. Nicht zu schnell, nicht zu feste. Sonst kostet das wieder unnötig Geld. Weil die 20.000, die wir schon in dieser Folge hatten, für die Fußgänger. Aber das war halt, wie gesagt, diese Ecke da. Ich bin auch froh, dass ich es, glaube ich, raus habe mittlerweile. Oder bin froh, wenn ich es raus habe. Aber auch das Thema hier oben, das würde ich gerne irgendwann abschließen. Das ist jetzt schon für 4. Ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge. Die den Coyote Busch abhaken könnten. So. Rum. Sixth Street. Ach, der steht aber auch super da. Siehst aber auch erst im letzten Moment, wenn er schon in die Kurve fast rum ist, dass da plötzlich doch noch ein Auto steht. Du fährst ein scheiß Gelenkbus. Ne, die ist hier vorne. Das ist eine weiter. Gut. Da war es auch mit dem Bus-Simulator 21 für heute. Wir sehen uns in der Morgen um 16 Uhr wieder. Ne? Und dann geht es weiter mit unserer kleinen süßen Rundreise hier durch. Warte mal. Angel Shores. Sprich, die ganze Mission abzuarbeiten. Um das, ja, alles fertig zu kriegen. Bis dahin und tschüss.